Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, das freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und natürlich auch neue Zuschauer. Man sieht das Ultra aus, ich komme gerade von Hogwarts Legacy auf dem PC. Der kühlt gerade runter. Der Ryzen Prozessor 5600X. Jo, der Gate habe ich gerade mal geguckt, da war ich auch schon aus dem Spiel raus. Ich habe aber einen guten Lüfter von Be Quiet. Jo, 80 Grad, 85 Grad macht er schon. Aber meine Power Color Red Devil Ultimate 6900 XT, die schnellste 6900 XT, die war auf entspannte 63 Grad. Ja, gut. Und jetzt haben wir Lust, wie ihr seht. Lange nicht gespielt. Das ist richtig. Löschen. Wie bitte? Du scheinst Kampagne, 7 Tage. Ach, das wisst ihr aber. Ich habe mal einen neuen Ausweis beantragt. Ich war schon da. Da muss man schon die Fingerabdrücke abgeben, aber nicht die ganze Hand, sondern nur die Zeigefinger. Na gut, wenn ich mal was machen möchte, nämlich den Daumen und den Mittelfinger. Ne? Du behältst alle Kampagnenspielstände und kannst den Modus jederzeit neu installieren. Nö. Was bitte? Was soll denn das bedeuten? Nicht nur einen Fehler machen, dann löschen die das noch. Wo ist die Frage? Nein. Sagen wir nein, ne? Du scheinst Kampagne, ja, das ist klar. Löschen. Wenn du ihn erneut spielen möchtest, machen wir zurück. Oh, Schluss damit. Ja, meine lieben Freunde, ich habe noch Bock mit euch. Wir haben heute den 2. August. 23.47 Uhr. Zombie soll auch geil sein, habe ich mal bei Monte gesehen. Und noch bei dem Casey. Können wir auch mal reinschauen, auch im Mehrspieler. Gibt es bei PlayStation Plus Premium? Nee, einfach nur PlayStation Plus gab es das mit drin, aber jetzt ist wohl schon wieder vorbei. 2. August. Kampagne. So. Der Schlupf Ost-Berlin Besprechung. Fortsetzen. Bestätigen. Der Verlauf für PlayStation Plus ist ja schon ein Oberknaller. Ja? Wie lief's bei der Gedächtnisprobe? Naja, Adler sagt, es funktioniert. Bell hat sich daran erinnert, die verschlüsselten Daten in Vietnam gefunden zu haben und hat sie fast dekodiert. Irgendwas Nützliches dabei? Anscheinend ein paar Namen, mögliche Spuren. Park versucht, die Punkte zu verbinden. Wir haben nicht viel Zeit. Weiß das Team schon von unserem Missgeschick in Berlin? Nein, aber wenn das mit einem der Namen von Bell in Verbindung steht, finden Sie es bald heraus. Das werden Sie nicht zulassen, Hudson. Sagen Sie nicht mehr als notwendig. Damit hatte ich noch nie ein Problem. Ich schon. So. Das ist auch eine nächste Mission, aber ja, schon alles interessant gemacht. Neuer Beweis, Objekte gesammelt. Null. Operation Roter Zirkus. Der MI6 hat das letzte Jahr damit verbracht, eine Gruppe Sowjetagenten aufzuspüren, die in diverse europäische Regierungen eingeschleust wurden. Diese Agenten könnten strategisch positioniert sein, um einen größeren sowjetischen Plan für Europa zu realisieren. Aha. Vor kurzem haben wir bei einer Operation Informationen über die Struktur der Gruppe erlangt. Sie wird von 3 nicht identifizierten Agenten geleitet. Ihr Betreuer ist der sowjetische Major Vadim Rudnik. Er wurde zuvor mit Perseus in Verbindung gebracht. Wir haben Rudniks Position und können vorgehen. Aber wenn wir nicht vorher seine 3 leitenden Agenten identifizieren,
riskieren wir, nicht alle eingeschleusten Agenten zu erwischen. Schau dir die Liste mit Verdächtigen hier an. Beweise, die du bei Missionen findest, helfen, die drei Agenten zu identifizieren. Wir sollten rausfinden, wer sie sind, bevor wir gegen Rudnick vorgehen. Naja. Das sind sie. Ja, gut. Das würde ich euch eigentlich auch gerne vorlesen. Wir gehen da erstmal raus und machen die Mission hier. Riss in der Mauer. So. Beweise gibt's genug. Wenn ihr euch das habe ich schnell mal durchlesen wollt, halte ich kurz an und ihr macht auf Pause. Wenn ihr euch das durchlesen, ist bestimmt sehr interessant, würde ich eigentlich auch machen, aber ich habe nicht so viel Platz mehr auf der Festplatte. Die PS5 hat ja nur 1 Terabyte, 2 Terabyte wäre mir lieber gewesen. Aber egal. Ich setze euch kurz Zeit und dann könnt ihr auf Pause drücken. Stralsund. Das ist nicht weit weg von uns. Küste. Und weiter. Schon wieder auf Pause drücken. Alles klar. Und nochmal. Mein Mauszeiger müsste schon da sein. Oder euer Finger. So, den 5. Sechster. Grüß dich. Und der 7. Betäubungspistole. So. Mission starten. Volkov ist der Anführer der russischen Mafia, die sich nach dem Bau der Mauer in Ost-Berlin breitgemacht hat. Der Kerl hat Beziehungen zu Kartellen in ganz Europa und Amerika. Ihn zu neutralisieren schadet nicht nur Perseus, sondern dem Syndikat weltweit. Er ist ein großer Fisch. Und hier ist unser kleiner Fisch. Franz Kraus. Laut MI6, einer von Volkovs Informationskurieren. Er hat für morgen Abend eine Übergabe mit Volkov vereinbart. Wir gelangen mit der U-Bahn nach Ost-Berlin. Eine verlassene Haltestelle auf der anderen Seite der Mauer ist unser Zugangspunkt. Wir beobachten Kraus, sobald er die Stadt betritt. Wenn Volkov sich blicken lässt, wird er getötet oder festgenommen. Ja, festnehmen, aber nur von hinten, ne? Wir erreichen die Haltestelle Moritzplatz in 5 Minuten. Seit 81, da war ich ein Jahr alt. Wir sind gerade unter der Mauer durch nach Ost-Berlin. Bereithalten. Das Pad vibriert schon. Bitte stellen Sie kein Gepäck auf die Sitze. Hier ist 5 Pad, ne? Richtig geil. Das sind tolle Neuigkeiten. Ich weiß nicht. Edler, der hintere Wagen ist leer. Wir können loslegen. Nicht weiter auf deine Mutter. Er hat nur noch den Atomkrieg im Kopf. Verrückt. Heinrich, du siehst einfach fertig aus. Stimmt. Sobald der Zug abbremst, springen wir beide ab. Park, Lazar, ihr fahrt noch weiter. Bell und ich finden Kraus. Okay. Der Zug bremst ab. An die Arbeit. Okay, und los geht's. Oho. Vorsicht, ostdeutsche Wachen patrouillieren noch diese verlassenen Stationen. Underground. Cool. Da ist die Pistole. Patrouille voraus. Wir können den Zug nutzen, um vorbeizuschleichen. U-Bahn-Schächte, da wohnen auch Menschen manchmal drin. Vor allem nicht nur in Berlin, auch in Moskau oder in St. Petersburg. Das sind mit die sichersten Städte auf der ganzen Welt. Moskau und St. Petersburg. Glaubt ihr nicht? Ist so. Sicherer als Berlin. Schalten wir ihn lautlos aus. Vorsicht!
Revolver. Kein Mann. Audio. Ich habe das SteelSeries Arctis 7P Plus. Super Headset. So, haben wir jetzt hier noch Schallgedämpfe erstmal. Mehr Munition. Nee, zwei wollen wir davon nicht haben. Gut, alles klar. Dann sammelt er die Munition automatisch auf. Schließen. Aha. Das hat super Surround Sound, das Headset. Ich sag's nochmal, 140 im Angebot, meistens bei Amazon von 200. 130, 140. Mache ich alle meine PC-Videos mit mittlerweile. Ich hatte immer das Beyer Dynamics MMX 300. Ja, habe ich immer noch natürlich, das hast du noch 20 Jahre, aber das Mikrofon hat eine kleine Störung drin. SteelSeries Arctis 7P Plus, das gibt auf dem PC laufend neue Updates. Der Raumklang ist phänomenal, Tragekomfort, astrein und der Akku hält super lange. Das ist USB-C, das lädt auch schneller auf schon. Und Beyer Dynamics, das hat früher mal 300 gekostet. So. Bomber, Alter. Mein Fernseher. Hey, Scheiße, was ist hier los? Was ist hier los? Ich arbeite für die Bahn. Ich suche eben meinen Ausweis. Das ist Sperrgebiet. Sie sind verhaftet. Runter auf den Boden. Halt, halt, halt. Beruhigen Sie sich. Wir finden da doch sicher eine Lösung. Wir öffnen das Feuer mit. Jetzt! Was zum... Sehr gut. Machen wir hier sauber. Wo hast du ihn denn geschleppt? Hier in die Ecke oder was? Gut. Hier kannst du liegen bleiben und schlafen. Axel. Kraus sollte bald am Kontrollpunkt sein. Gehen wir rauf aufs Dach. Ich hab mal einen Freund, der ist Axel Beyer. Bruder hieß Martin Beyer. Park, Lazar, sind fast in Position. Verstanden. Na los, hier lang. Ah, wir haben die ganze Kampagne vor uns vom neuesten Modern Warfare, habe ich auch. Vorsicht, Scheinwerfer. Vanguard habe ich schon die ganze Kampagne auf meinem Kanal. Und... BW2 auch. Schicke, schicke hier. Wenn das Team hier gleich einen Screenshot machen. Oh! Aufpassen müssen wir hier. Ich will just for fun mit euch, ne? Eins muss man ihnen lassen. Abriegeln können sie. Ja. Ach, das ist die DDR hier. Na, Todeszone. Behalte den Kontrollpunkt im Auge. Kraus kann jeden Moment dort sein. Such Kraus mit deiner Kamera. Kamera? Verdammt! Kontrollen sind noch schärfer als sonst. Wenn sie Kraus festhalten, verpasst er sein Treffen mit Volkow. Beim Kontrollpunkt. Der mit dem Aktenkoffer. Ist er das? Wer hat den Aktenkoffer? Na? Da, ne? Da hat noch keinen Aktenkoffer, wir haben es gleich. Eigentlich müssen die das sein. Im Auto, ne? Mit Kofferraum auf. Foto machen. So sieht Kraus nicht aus. Ne? So, ne?
so nicht. Das muss hier sein irgendwo. Kann es ja nicht mehr sein. Was bist du, Alter? Noch was? Nee. Negativ. Was ist denn nicht? Weiter suchen. Moment. Sie hätten auch das irgendwie. Das ist nicht Kraus. Okay. Weit sein. Nein. Hier sehe ich keinen. So. Da ist er. Gute Arbeit. Das ist er. Das ist Chaos. Mir nach. Geil. Alles für lau, Alter. Für 8 Euro. Park, Kraus ist in die Mauer. Statusbericht. Ich bin mit Lazar beim Evakuierungspunkt. Wir warten auf euch. Verstanden. Und wer ist hier verliebt? A und J? Annika, die Hübsche. Pussy. Angeblich trifft Kraus Volkov in der Kneipe über die Straße. Tollpunkt. Hudsons Informantin ist drin. Hat einen blauen Schirm bei sich. Ich behalte die Straße im Auge. Bar, ne? Geh zur Kneipe und triff die Informantin, Bell. Die Informantin. Die schotten dich hier. Bell, finde die Informantin. Sie sagt nicht, oder was? Na, die Mucke. Früher. Wie schön, dass Sie es geschafft haben. Kraus ist am Tisch über meine rechte Schulter. Um dich zu sehen. Laut und deutlich. Also warten wir auf Volkov. Hudson hat nicht viel verraten. Sie sind hinter Volkov her? Kraus ist ein Ex-Stasi, aber lassen Sie sich nicht von seinem Äußeren täuschen. Der Mann ist ein Mörder. Wer weiß, der Mann ist wie ein Geist. Ich schätze nicht mehr als einen Tag. Einer meiner Informanten wurde bei einer Durchsuchung 2 Blocks von hier festgenommen. Die Stasi wird annehmen, dass weitere in der Nähe sind. Ich bitte Sie um einen Gefallen. Er wird der Folter nicht lange standhalten. Wir müssen ihn retten. Oder ausschalten. Sie finden ihn hier. Dankeschön. Achtung, Bell. Ich glaube, Volkov kommt rein. Wo ist Volkov? Man ist ihnen gefolgt. Gehen Sie nach Hause und warten Sie auf unseren Anruf. Ort und Zeit werden neu bestimmt. Wir kümmern uns um Ihren Schatten. Bell, wir haben Ärger. 2 Stasi-Leute gehen rein. Raus da, sofort! Verdammt.
Gehen Sie durch die Toiletten. Ich halte Sie auf. Team, neuer Plan. Wir treffen uns bei Kraus Wohnung. Er bleibt unser Ticket zu Volkov. Hey. Mach Tür auf. Alter. Öffnen Sie die Tür, sofort. Meine Schnauze, Alter. Wo kommen wir denn hier raus? Oben? Machen Sie die Tür auf. Hier, hier durch. Wie Ted Bundy. Zweimal aus dem Knast raus. Tarnung. Ich brauche mehr Zeit. Triff Lazar und Park ohne mich. Ich melde mich, wenn ich kann. Die Mauer wird fallen. Gleich über den Platz da drüben. Wir waren auf dem Heimweg. Oh. Seht? Das soll hier leben. Überall Figuren ist. Nee. Und eine andere Waffe am Start, ja. Wolltest du da die mal? Leise bleiben. Was machst du denn hier? Das ist ein Zivilist. Gebäude gegenüber deiner jetzigen Position. Errege kein Aufsehen, wir haben schon genug Ärger. Sehen haben, der uns zu nahe kommt. Geht eher so. Alles klar. Schüsse! Nach
Kontakt! Unauffällig nennst Telefon, Scott. Schnauze. Folge mir. Das sieht Rambo-Manier besser. Sei still, sonst verpfeifen uns die Anwohner noch. Park ist im Elektrogeschäft direkt gegenüber von Kraus Wohnung. Geile Grafik. Ich wollte dir ein Würstchen aus dem Braunbär mitbringen. Braunbär. Und Schwarzbär und einen Christibär. Park ist gleich voraus. Wir machen Zahn zu. Diese Platzhaube, was bei Festplatte ist, weiß ich nicht. Wenn die Aufnahme abbricht, sehe ich ja, dann verpasst ihr nichts, dann gehe ich raus. Wir sind zurück. Ein Spiel. Vor ein paar Minuten hat ein Wagen bei Kraus Wohnhaus gehalten, aber ich konnte nicht sehen. Moment. Kraus telefoniert gerade. Ich kenne die Prozedur. Niemand ist die Bildung zum Tollpunkt gefolgt. Ja, Augen auf Kraus. Der Aktenkoffer ist sicher. Ich hatte dich die ganze Zeit bei. Wo und wann? Ja, ich kenne den Ort. Ich bin vorsichtig. Was denkst du, Lazar? Klingt, als ob Volkov Kraus Aktenkoffer will. Mit einem Fallsender führt er uns direkt zu Volkov. Einer von uns kann sich in Kraus Wohnung schleichen. Ihm und seiner Frau aus dem Weg zu gehen, wird schwieriger. Bell ist nicht. Während Bell dabei ist, sehe ich mich draußen um nach ungebetenen Gästen. Park, beobachte du uns von hier aus. Ich zeige dir meine Schokoladenseite. Reizend. Einsteigen. Fäuste. Du Fotze. Mach weg hier, Mann. Geht nicht. Okay.
kannst seine Frau betäuben, wenn nötig. Aber Kraus muss zu diesem Treffen gehen. Ich rufe gleich bei Kraus an. Halt dich bereit, hineinzugehen. Hier gibt es keine Freya. Hilfe! Räum auf! Wo ist der Koffer? Ada, suchst du mir meinen Schirm? Ich gehe in ein paar Minuten. Runter. Geil gemacht, wa? Er ist dran jetzt. Aber wir können ihn töten. Das ist eine Fallpistole. Wir wollen ihn da retten. Nicht töten. Papa, kommst du? Krass. Kraus verlässt dein Büro. Versteck dich! Putz dir die Zähne. Ich komm gleich rauf. Was? Wo ist er? Wer sind Sie? Wo bitte? Oh, Mist. Gute Arbeit. Jetzt finde den Aktenkoffer. Ada, suchst du mir meinen Schirm? Was? Ich werde in ein paar Minuten. Hey! Das ist doch eine Betäubungspistole. Jetzt finde den Aktenkoffer. Na, ich weiß. Der muss runterkommen. Hallo? Tut mir leid, hier gibt es keine Frage. Geh mal von aus. Ja, das ist meine Nummer, aber ich fürchte, Sie haben sich. Na gut, wenn das Let's Play abbricht, wir sind am Speicherpunkt. Dann mache ich mir nochmal auf entspannt eine Zigarette. Das habe ich heute schon aufgetan. Danach trinke ich noch ein, zwei kühle Blonde, also ein zweites werde ich heute auch noch schaffen. Wir können ja ausschlafen. Grüß dich. Pass auf, seine Frau verlässt die Küche. Wie bitte? Küche? So. Ist der Affe nicht runter oder was? Ada, suchst du mir meinen Schirm? Ich gehe in ein paar Minuten. Ja, Franz, er ist hier im Wohnzimmer. Ich lege ihn neben die Tür. Mama, ich finde meine Decke nicht. Kinder sind auch noch im Haus. Ich bin in ein paar Minuten oben, Wilhelm. Scheiße, wir haben das Kind übersehen. Sinn ist, weiß ich jetzt noch nicht. Er kommt nicht runter.
laut Fernsehen. Ich komme auf jeden Fall nicht runter. Papa, kommst du? Kraus verlässt dein Büro. Versteck dich! Putz dir die Zähne. Ich komme gleich rauf. Lass dich nicht von Kraus entdecken. Dürfen nicht entdeckt werden. Hey, nicht ins Kinderzimmer. Komm nicht ins Kinderzimmer, du. Alter. Er ist im Zielgebiet, wir müssen ihn noch verfolgen wohl. Bombe. Ich habe das neueste Modern Warfare, ne? Und die Kampagne kommt hier nach. Wir hatten Vanguard, WW2, alles auf der PS5 habe ich für euch Let's Played. Auch sehr geil. Und jetzt haben wir Cold War. Und danach kommt Modern Warfare 2. Ich freue mich extrem drauf. Die Grafik ist ja schon fast fotorealistisch. Türen haben wir nicht mehr. Was macht der Macker denn? Papa, ich bin fertig! Ich verliere Kraus immer aus den Augen, wenn er in das Zimmer geht. Sieh dich um. Ja, ich weiß. Aber wir brauchen nur den Aktenkoffer. Den findest du so doch nicht. Wenn ich jetzt hier reingehe, dann ist er doch schon. Nee. Alter, wo ist denn der Aktenkoffer? Verdammt nochmal. Was? Das kann man doch nicht. Sehen. Machen wir gleich. Wir müssen unten sein. Hier kommst du nicht rein. Machen wir gleich. Dann muss er hier irgendwo sein. Nur die UV-Lampe bringt doch nichts, oder? Gibt es eine Spezialtür? Das kann sein. Hier im Dunkeln war. Alter. Das ist merkwürdig. Mal aus der Lampe hier rüber auf den Nerv. Und ein Bett versteckt oder was? Das muss unten sein. Definitiv. Sie eingeschlafen beim Fernsehen, das wäre noch besser. Wir müssen ja beide unten sein. So. Downstairs. Geschaut. Da ist sie. Leise. Woher er ist, weiß ich nicht. Ich glaube, jetzt müssen wir sie umbringen. Was heißt nicht um? Hoppala. Betäuben. Der ist hier drin bei ihr. Sie wird stundenlang schlafen. Räum auf. So, und
hier ist er irgendwo. Schau dir da im Fernsehen. Aha. Moment mal. Ah. Nee, Trapper. Nö. Aber die sammeln ihn gleich. Weit kann es ja nicht mehr sein. Geld auf dem Boden. Das ist ja ein Ding. Ist hier hinten. Da muss er ja hier hinten sein, sonst waren wir überall. Das ist ja äußerst merkwürdig. Geht es noch ein tiefer oder was? Bell, Kraus ist im Schlafzimmer. Nicht angreifen. Geh Kraus um jeden Preis aus dem Weg. Ja, ja. Da wird der Aktenkoffer drin sein. Aus dem Weg gehen. So. Jetzt entdeckt er seine Frau, wa? Da muss doch hier der Aktenkoffer sein. Wie sind Sie hier reingekommen? Die Tür zu. Oh, alter Vater. Ich verliere Kraus immer aus den Augen, wenn er in das Zimmer geht. Sieh dich um. Schwarzlicht, das habe ich auch gerade an in meiner Wohnung. Sag mal, hat der Mann keine Zeit mehr. Finde den Aktenkoffer. Ja, leichter gesagt als getan. Wo soll der denn sein? Also wenn das mit Schwarzlicht, wenn die schon sowas sagen, das hebt immer Weißes hervor, das Schwarzlicht. Kann man auch Bernsteine mitfinden. Ich habe eine Bernsteinkette um. Ja, eigentlich müsste das einfach sein. Eigentlich. Das muss hier irgendwo... Hier. Na? Mach auf. Fingerspuren. Fingerabdrücke kann man damit auch sehen. Gut. Oh, oh, oh. Oh, eine Geheimtür. So. Ich kann dich nicht mehr sehen. Wow. Das ist hier den Peilsender. Ach so, unser Aktenkoffer. Geil. Bell, hast du den Aktenkoffer gefunden? Ja. Verstanden. Platzier den Peilsender und dann verschwinde. Raus, ne? Deutsche. Geiles Feeling. Sie haben zugelassen, dass jemand in Ihre Wohnung reindringt? Ich kann nicht erklären, wie jemand an das Material kam, aber hier ist der Übeltäter. Das macht es deutlich weniger unangenehm für Sie. Perseus sucht sich schon lange. Dann werden Sie Perseus sagen, dass ich es war? Ah, endlich. Perseus hat ein hohes Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Moment. Ich hoffe, die Aufnahme reicht noch so lange. Aber ich gehe mal davon aus.
Deine Fragen sind mir echt egal. Zu deinem großen Pech scheinen deine Freunde leider noch andere Pläne zu haben. Ich könnte dich wahrscheinlich gebrauchen, aber du bist beschädigte Ware. Nur das Grab kann eine Buckligen heilen. Ja, Stutterkoll! Tötet sie! Schnapp Volkov. Danke. Folge Volkov, Bell. Lebend. Endlich. Nicht töten. Bell, im Namen des MI6. Danke. Volkov gehört uns. Mehr als er verdient. Jetzt nichts wie raus aus Ost-Berlin. Trophy. Bis an der Mauer. Volkovs Informationen bestätigen unsere schlimmsten Befürchtungen. Perseus hat eine Atombombe durch Ost-Berlin geschmuggelt. Das ist noch nicht gesichert. Er hat sie, da bin ich sicher. Wir haben in Volkovs Daten verschlüsselte Koordinaten für eine unbesiedelte Region in der ukrainischen Sowjetrepublik gefunden. Ein Überflug zeigte das hier. Ich will genau wissen, was in diesem Gebäude vor sich geht. Wir brauchen die anderen. Mason und Woods stoßen aus Kiew zu uns. Well, du steigst mit Woods hier ein. Mason und ich kümmern uns um die Evakuierung. Park sitzt am Funkgerät. Wir kennen weder Truppenstärke noch Ausrüstung. Handelt nach eigenem Ermessen, falls es zum Kontakt kommt. Werfen wir einen Blick hinter den eisernen Vorhang. Bleib dran. Halte Mason und Adler bereit. Gehen wir. So.
Oh, meine lieben Freunde. Das ist gespeichert. Da gehe ich stark von aus. Geiles Let's Play. Alles hat noch aufgepasst auf die Aufnahme. Ja, eine richtig geile Folge Call of Duty. Ich hoffe, es hat euch gefallen, meine lieben Freunde. Cold War. Also sehr geil, muss ich ehrlich sagen. Mehrspieler soll auch sehr geil sein. Zombie sowieso. Ja. Und was ihr links seht, das kommt nach dieser Kampagne. Modern Warfare 2. Das wird auch richtig Bombe werden. Alles klar, meine lieben Freunde. Oben seht ihr es. Robin Hood 80, sind wir geboren. Wir waren gerade 1981 in Berlin. Ja. Dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zuschauen. Und wünsche euch immer noch einen recht schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye bye.